Wir haben heute mit über 50 Menschen für die Schließung des Lagers in Jürgenstorf bei Staffenhagen demonstriert, weil dieses Lager einfach eines der letzten ist, die noch total abgelegen von jeglichem größeren Ort existieren und wir nicht glauben, dass Menschen dort menschenwürdig leben können. Der Abgeordnete der Linken, Hikmat Al-Sabti, hat heute einen Antrag vor dem Landtag gestellt, dass dieses Lager geschlossen wird, und den unterstützen wir von der Stop-It-Kampagne sehr. Der schlimmste Punkt ist die Isolation, die Abgeschiedenheit, dass es keine soziale und rechtliche Beratung in der Nähe gibt, dass es keine Möglichkeit gibt für Unterstützer und Unterstützerinnen, dort Angebote zu leisten, weil es eben unerreichbar liegt von größeren Städten. Hinzu kommt, dass dieses Heim sehr runtergewirtschaftet ist. Es gibt vier Etagen, die dort bewohnt sind. Eine davon ist der Keller. Die Zimmer sind sehr eng. Es wohnen vier Personen in einem Zimmer, zum Teil in Doppelstockbetten. Dazwischen sollen Kinder ihre Schularbeiten machen, spielen. Das führt zwangsläufig zu Konflikten. Es ist einfach sehr deprimierend, dort zu sein. Unsere erste Forderung ist natürlich erstmal die Schließung des Lagers in Jürgenstorf und kurzfristig die Umverteilung der Menschen, die dort leben, in größere Städte. Da über allem steht natürlich die Forderung nach dezentraler Unterbringung, weil wir nicht glauben, dass man Menschen in Heimen unterbringen sollte. Stop it, Rassismus bekämpfen, alle Lager abschaffen.